Wir als Deutsche UNESCO-Kommission verantworten den Freiwilligendienst kulturweit. Und was das Besondere an uns ist, ist, dass wir ja auch nochmal als Deutsche UNESCO-Kommission ein eigenes Netzwerk mitbringen oder ein eigenes Netzwerk haben. Das sind andere UNESCO-Nationalkommissionen auf der ganzen Welt. Und dahin schicken wir unsere Freiwilligen auch. Ich war in Uruguay in der UNESCO-Nationalkommission im Bildungs- und Kulturministerium. In den UNESCO-Nationalkommissionen hat man die einmalige Gelegenheit, sich im Ausland zu entfalten, sich auszuprobieren und in das Land einzutauchen und mit Leuten von dort zu arbeiten und in dem Ministerium. Und diese Chance war einfach einmalig. Was man in den Ministerien vor Ort sicherlich aus erster Hand sieht, ist, was eigentlich notwendig ist, um ein Land wirklich in Sachen Bildung auf den richtigen Weg zu bringen. Deswegen ist das vielleicht ein ganz anderer Blick auf fremde Länder, wie man sie sonst nur aus Nachrichten hier in Deutschland kennt. Die Einsatzstellen der UNESCO-Nationalkommission in der Welt unterscheiden sich von wahrscheinlich anderen Einsatzstellen dadurch, dass die Freiwilligen wirklich gut die Muttersprache können müssen und sie dann im Verlauf ihres Einsatzes auch verbessern. Und der große Vorteil, der sich dadurch bietet, in den UNESCO-Nationalkommissionen zu arbeiten, ist, dass man eigentlich von Anfang an in die Kultur integriert wird und praktisch eintaucht in die Kultur des jeweiligen Gastlandes. Kultur und kulturelle Selbstbestimmung haben einen ganz neuen Stellenwert im 20. Jahrhundert erhalten. Und plötzlich artikulierte sich dieser neue Stellenwert auch politisch. Und dem musste man eigentlich nur nachgehen. Die UNESCO ist die einzige Mitgliederorganisation, die alle Bereiche und alle Felder der auswärtigen Kulturpolitik abdeckt. Und deswegen sind wir prädestiniert, einerseits sozusagen die Konzeption zu entwickeln, zusammen im Netz mit allen anderen Mittlerorganisationen und andererseits die Durchführung zu betreuen, zu begleiten und auch pädagogisch vorzubereiten. Die Deutsche UNESCO-Kommission bietet Einsatzstellen auf, ich glaube, fast allen Kontinenten, wenn nicht sogar auf allen Kontinenten, in Afrika zum Beispiel, in Namibia, in Uganda, in Sambia und Burundi, aber auch in der Karibik, in der Jamaika zum Beispiel, in Südamerika, in Paraguay, aber auch in Asien wie Mongolei zum Beispiel oder auf Sri Lanka. Also ohne meinen Kulturwelt-Freiwilligendienst wäre ich vielleicht weniger gelassen, weil das habe ich auf jeden Fall im Ausland gelernt, auch mal auf Dinge warten sozusagen. Und das ist genau das, was wir uns wünschen. Es verändert die Menschen. Es macht sie einerseits selbst sicherer ihrer eigenen Wurzeln, andererseits sicherer in der Welt zu sein und auch das Andersartige zu akzeptieren, nicht nur zu tolerieren, zu akzeptieren und als eine normale Voraussetzung anzusehen. In der Charta der UNESCO steht, dass die Arbeit der UNESCO für mehr Frieden auf der Welt stehen soll. Und das wünsche ich mir für kulturweit auch. Das ist das größte Ziel.